Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Ja, da waren jetzt ein paar Tage mehr zwischen. Ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen habe ich erstmal mir ein bisschen Pause gegönnt. Aber jetzt geht es ganz normal weiter, wie sonst auch. So alle 3 Tage ein neues Video, wisst ihr ja. Wir sind heute bei Case King unterwegs mit dem Gaming-PC AMD Ryzen 9 5950X RTX 3080 King Deal für 3.799,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Bevor wir uns die Komponenten angucken, hier ganz wichtig, es handelt sich hier um ein vollkommen funktionsfähiges Ausstellungsstück, das nur auf Messe-Events von uns verwendet wurde. Also, ja, nicht gebraucht, aber halt auch nicht neu. Ne? Das wurde hin und her transportiert, vielleicht hat es den einen oder anderen Kratzer, keine Ahnung, kann ja sein am Gehäuse vom Transport. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht ein direkt neues System, das ist auch noch wichtig bei der Preisfindung gleich. Zu dem Bild sei gesagt, das ist ein Originalbild tatsächlich. Also sogar die Lüfterstimmen, ich habe das alles verglichen, die haben ja hier auch 4 extra Lüfter eingebaut von einer speziellen Marke und das sieht man auch alles, das ist soweit völlig in Ordnung. Als Gehäuse haben wir hier ein Lianli PCV3000WXTG Big Tower Schwarz. Ich habe jetzt nur den V3000 gefunden, was da der Unterschied ist beim WXTG, keine Ahnung, wahrscheinlich weil die Lüfter da nicht mit dabei sind. Wie gesagt, die haben 4 extra Lüfter, die haben wir aber auch berechnet. Das ist ein Case, das kostet 500 Flocken. Ich weiß nicht, wo sie das hernehmen, warum das so ist, aber hier sieht man auch, sind 3 Stück in der Front und einer hinten vorinstalliert. Die haben sie aber scheinbar ausgetauscht, beziehungsweise haben das wahrscheinlich ohne Lüfter dann einfach bekommen, deswegen dieses WXTG. Anders kann ich es mir halt nicht erklären. Es ist ein Big Tower Gehäuse, man hat hier auch ziemlich viele HDD-Slots, also da könnt ihr noch Festplatten massig einbauen und so, aber fragt mich nicht, wo diese 500 € herkommen. Also das würde ich für dieses Case auf jeden Fall nicht bezahlen. Airflow-technisch kann ich es halt auch nicht beurteilen. Wie gesagt, es sind 3 Lüfter in der Front, aber ihr seht ja auch, wir haben hier wieder diese Schlitze an der Seite, da bin ich kein Freund von. Das ist Airflow-technisch immer so ein Thema. Vor allen Dingen ist hier relativ potente Hardware drin. Ja, wie gesagt, ich kann mir da jetzt nichts drauf bilden. Ich hatte es noch nicht hier. Es kostet 500 Flocken, wie gesagt, keine Ahnung warum. Ansonsten ist das natürlich in Ordnung, das Case. Ja, rein optisch gesehen, aber wie gesagt, mit dem Airflow kann ich nichts zu sagen. Und das kostet 499,89 € bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein Gigabyte X570 Aorus Elite. Und da haben sie definitiv gespart. Es ist kein schlechtes Mainboard. Ich hatte es auch hier. Danach kommt Aorus Pro, Aorus Master gibt es glaube ich sogar auch noch. Es gibt wesentlich bessere Mainboards, das möchte ich einfach damit sagen. Das System kostet halt 3.799 € und da erwarte ich zumindest ein Aorus Pro, wenn nicht sogar noch irgendwie eins von Asus oder so. Also das ist... ja, nicht Einsteigerbereich, das ist so Mittelklasse. Es gibt ja auch von die Einsteigerdinger hier die Gaming X oder MSI A Pro und wie sie alle heißen. Also, ja, ich hätte mir was Besseres gewünscht. Nichtsdestotrotz haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, das ist der X570-Chipsatz, das heißt, ihr könnt auch übertakten. Hier können 2 SSDs verbaut werden, hier noch eine Capture-Card, WLAN-Card, was ihr gerne wollt. Hier kommt die Grafikkarte rein. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0. HDMI werdet ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, das heißt, ihr zieht das Bild über die Grafikkarte und einen Netzwerkanschluss. Wisst ihr, das Ding hat halt noch nicht mal mehr Bluetooth oder WLAN. Ist für einige auch nicht wichtig, nur bei so einem System erwarte ich das halt bei dem Preis. Punkt, ne? Das ist immer so ein Thema für sich. Ansonsten ist es natürlich kein schlechtes Board. Und das kostet 214,99 € bei Amazon. Ist auch sonst scheinbar gar nicht mehr lieferbar, großartig. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 5950X. Der hat 105 Watt TDP, 16 Kerne, 32 Threads, unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Das ist so ziemlich der beste Prozessor, den ihr aktuell kriegen könnt bei AMD. Wie das mit dem 5800X3D aussieht, weiß ich nicht. Wie die sich in der Gaming-Performance hinlegen. Aber wie gesagt, das ist ein 16-Kerner. Das Ding, das hat so viel Power zum Streamen, Zocken, Rendern, überhaupt kein Problem. Also wirklich der top-aktuellste von AMD, beziehungsweise der höchste jetzt gerade. Jetzt bald kommen die 9, aber das ist wirklich ein Top-Prozessor. Und der kostet 509 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 3080 ROG Strix V2 O10G LHR. Das Coole ist, wir wissen hier auf jeden Fall schon mal, was wir kriegen. Es ist eine Asus, eine ROG Strix. Das sind gute Karten. Wir haben ja auch eine bei uns im Haushalt, eine 3070 Ti. Das hier ist allerdings die 10 GB Variante. Davon gibt es wohl noch eine 12er, die noch deutlich schneller ist sogar. Ist okay.
klar, es geht auf jeden Fall noch besser. Also ich habe gleich noch ein Vergleichssystem, damit ihr mal seht, was eigentlich noch möglich wäre. Eine 3080 ist noch nicht die Spitze, 3080 Ti kommt noch, 3090, 3090 Ti, AMD hat auch noch ein paar Karten. Deswegen, wie gesagt, keine schlechte Karte, aber bei dem Preispunkt wäre was Besseres drin gewesen. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 949 Euro bei Notebooks billiger. Als Arbeitsspeicher bekommen wir Corsair Vengeance RGB RS DDR4 3600 MHz CL18. Das ist ein Dual-Kit, also jeder Riegel hat 16 GB. Der ist RGB beleuchtet, das ist Top-RAM, überhaupt keine Frage. 32 GB finde ich sogar angemessen. Es hätten vielleicht auch 64 sein können, aber 64 benutzen die wenigsten. 32 ist zukunftssicher, das ist völlig okay. 3600 MHz anstatt 3200, über der Spezifikation von AMD. Da hat er noch halt ein bisschen mehr Power, ein paar FPS habt ihr da noch mit dabei. Ich finde das Design auch ganz geil. Es gibt ja die normalen Vengeance RGB und das sind halt diese RS. Sieht ganz schick aus. Und der kostet 138,79 € bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine Corsair MP600 Core NVMe SSD PCI Express 4.0. Dementsprechend schnell ist sie natürlich auch. Lesen 4950 MB die Sekunde und schreiben 3700 MB die Sekunde. Die hat sogar noch einen Kühlkörper mit dabei. Ist schon ganz geil. Also ist eine gute SSD. Ich weiß nicht, ob man es als Zocker jetzt unbedingt braucht. Ich meine, die kostet ja auch 242 Euro. Das ist schon eine ganze Stange Geld. Wenn ihr jetzt eine Kingston NV1 oder so nehmt, dann reicht das auch zum Daddeln. Wenn ihr viele Daten hin und her schiebt, lohnt sich so eine SSD natürlich schon, vor allen Dingen, weil sie so schnell ist. Aber für den normalen Gamer hätte wahrscheinlich, wie gesagt, auch eine NV1 gereicht. Aber bei dem Preispunkt hätte ich mich wahrscheinlich wieder aufgeregt, wenn es eine Kingston gewesen wäre, weil da ist auf jeden Fall immer was Besseres drin. Von daher ist das völlig in Ordnung. Und die kostet 242,25 € bei ProShop. Als Netzteil bekommen wir ein Funtex Revolt X80 Plus Platinum Netzteil Modular 1000 Watt. Wie der Name schon sagt, voll modular, Platinum zertifiziert und hat 12 Jahre Garantie. 1000 Watt sind natürlich auch angebracht, vor allen Dingen bei dem Prozessor. Der hat zwar 105 Watt TDP, kann sich aber auch durchaus noch mehr genehmigen. Die Grafikkarte, gut, 3080 zieht jetzt nicht so viel, aber damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das ist ein Top-Netzteil, wie gesagt, voll modular, es fliegen keine Kabel unnötig rum, das ist schon in Ordnung. Und das kostet 249,89 € bei Mindfactory. Als Wasserkühlung bekommen wir eine NZXT Kraken Z73 Komplett Wasserkühlung 360 mm schwarz. Die braucht man bei dem Prozessor auch, der macht gut Abwärme, eine 360er Wasserkühlung ist wirklich angebracht, hat sogar noch ein Display mit dabei, zeigt euch Temperaturen und andere Daten an, ist völlig okay. Und die kostet 258,87 € bei Mindfactory. Jetzt kommen wir hier zu den Lüftern, die ich eben genannt habe. Das sind 4x EX Noise Blocker Black Silent Pro Fan PLPS. Das sind diese hier, was daran jetzt so besonders ist, keine Ahnung, ob die besonders leise sind, kann gut sein, sie heißen Noise Blocker. Das sind 4-Pin-PWM-Lüfter, das heißt, die lassen sich auch gut regulieren von der Geschwindigkeit. Keine RGB-Beleuchtung oder ähnliches, aber ich zeige euch nochmal kurz was. Ihr seht hier auf dem Bild dieses NB Black Silent Pro bzw. das NB-Logo hier vorne. Und genau das sieht man halt auch hier. Das haben sie hier auch angebracht, also die sind jetzt auf dem Kopf quasi, aber ihr seht das Logo, das heißt, die haben die Lüfter, die eigentlich beim Case mit dabei sind, einfach ausgetauscht durch diese 4 Stück, indem sie 3 Stück in die Front und einen hinten eingebaut haben. Die kosten pro Stück 16,78 € bei Mindfactory und davon 4 Stück in den Warenkorb. Dann haben wir hier noch einen Lianli GB001 Grafikkartenhalter, den empfehle ich auch ziemlich oft, weil der halt so gut wie unsichtbar ist und die Grafikkarte auch gut stützt. Ich finde es halt einfach lustig, hier sieht man auch den Grafikkartenhalter und trotzdem lässt die Grafikkarte hier irgendwie den Arsch hängen. Ich weiß nicht, ob das an der Backplate liegt oder so, aber das hätten sie ruhig noch ein bisschen nach oben drücken können. Hier haben wir sie auch schon, ihr müsst euch das so vorstellen, diese beiden Verschraubungen hier kommen dahin, wo normalerweise normale Schrauben bei dem Mainboard sind. Das ist genau dieser Lochabstand und die Grafikkarte wird dann oben und unten gesichert. Das könnt ihr halt in der Höhe hier verschieben, das ist in Ordnung. Und die Halterung kostet 11,89 € bei Mindfactory. BullGuard Internet Security können wir natürlich vergessen, weil der Windows Defender einen guten Job macht. Hier sind zwar 3 PCs mit dabei, aber die hoffen halt, dass ihr dieses Abo dann nach einem Jahr abschließt und damit Geld irgendwie bei dem Hersteller lasst, weil Case King dafür dann auch wieder Geld kriegt. Ne? Klar, wenn ihr ein Abo abschließt, das wird dann so durchgeführt. Dann haben wir noch Microsoft Windows 11 Professional OEM. Warum man da jetzt auf Windows 11 gegangen ist, weiß ich nicht. Klar, es ist aktuell zu Windows. Ich persönlich bin eher ein Freund von Windows 10, weil wir haben auf unserem Discord auch immer wieder diese Problematik. Zum Beispiel Leute wollen Valorant spielen, Valorant will nicht, weil es Windows 11 ist und das Probleme macht. Es gibt Treiberprobleme darunter. Ich wäre da lieber auf Windows 10 gegangen. Windows 11 braucht man erst so ab einem 12600K zum Beispiel bei Intel, sofern diese Performance und Efficiency Cores zum Einsatz kommen. Und das kostet 65,45 € bei SK Computer Alsdorf. Ich erwähne es jetzt hierbei nochmal, weil ich ihn auch gerade nochmal gesehen habe, der Hinweis, es ist halt ein Messesystem. Es wurde zu diesen Events immer wieder mitgenommen, beim Transport, Erschütterungen und so weiter. Es ist halt nicht so ein neues System. Ist klar, es wird auch normalerweise zu euch geschickt, wenn ihr irgendwo was bestellt, aber das hat halt schon ein paar Messe-Events wahrscheinlich mitgemacht. Ob man das jetzt direkt als gebraucht irgendwie bezeichnen kann,
weiß ich nicht. Die werden es mit Sicherheit auch mal eingeschaltet haben. Die Pumpe ist schon gelaufen, die Lüfter sind schon gelaufen, die Grafikkarte, vielleicht den einen oder anderen Belastungstest gemacht. Also wie gesagt, das System ist nicht komplett neu. Hier haben wir auch schon das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter bzw. die vier Lüfter, das Gehäuse, die Grafikkartenhalterung, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.207,14 Euro. Das System soll kosten 3.799,90 Euro, runtergesetzt von 4.500 knapp. Und immer noch 500 Euro zu teuer für ein gebrauchtes Messesystem. Wenn ihr selber bauen würdet, dann wird es halt, wie gesagt, was hatten wir eben? 3,2? Ja, 3.207. Plus Versandkosten natürlich. Wenn ihr bei Mindfactory bestellt, ist es zwischen 0 und 6 Uhr versandkostenfrei. Das wird auch immer wieder gesagt. Ey, du musst beim Warenkorb, musst du die Versandkosten dazu rechnen? Nee, wenn Mindfactory die Teile hat, ist es versandkostenfrei. Wie gesagt, zwischen 0 und 6 Uhr. Ihr könntet bei Mindfactory auch bauen lassen. Da kostet das dann 150 Euro. Dann sind wieder Versandkosten drin. Das ist nur bei Einzelteilen so zwischen 0 und 6 Uhr. Aber selbst dann, wenn ihr die Versandkosten noch nehmt, hier habt ihr zwar auch Versandkosten, aber Mindfactory 150 Euro plus von mir aus 20 Euro Versandkosten, ist das Ding immer noch 300 Euro zu teuer. Und die meisten Teile kriegt ihr halt wirklich bei Mindfactory. Ich habe auch spaßeshalber einfach mal bei Dubaro geguckt, ist mir jetzt als erstes eingefallen. Ich hätte auch bei Krotus oder sonst wo gucken können, deswegen keine Partnerschaft oder so, ihr wisst es. Der kostet halt auch 3.799 Euro. Hier kriegt ihr eine 3090 Ti. Und eine 12.900 KF, also fast den stärksten Intel-Prozessor. Danach kommt nur noch der KS. So, die 3090 Ti ist die größte Grafikkarte, beziehungsweise die schnellste, die ihr aktuell kriegen könnt. 64 GB RAM anstatt 32. Auch eine 2 TB SSD, die allerdings nicht so schnell ist wie die in dem anderen System, aber das ist relativ peng. Und ihr habt hier noch ein Mainboard mit dabei, was auch Wi-Fi hat und Bluetooth und so weiter. Auch eine Corsair-Wasserkühlung, klar ohne Display, aber ist wurscht. Auch ein 1000 Watt Netzteil, das ist vielleicht nicht so gut wie das Fantex, aber ist auf jeden Fall ein gutes Netzteil. Und der kostet halt genau das gleiche. Und ich habe den auch mal in den Preisvergleich reingeworfen. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Da seid ihr bei 3.664 und der kostet 3.799. Ihr seid noch unter diesen 150 Euro Zusammenbaupreis, den Mindfactory und Alternate zum Beispiel veranschlagen. Das ist ein gutes System. Gar keine Frage. Das andere, das war zu teuer. Und auch komisch irgendwie konfiguriert mit diesem Aorus Elite Mainboard und so. Der Rest war okay, aber das Mainboard fand ich ein bisschen doof. Das hier schon ein Ticken besser. Deswegen, ihr kriegt halt für den gleichen Preis den aktuellsten Intel, die aktuellste Grafikkarte, das Doppelte an RAM. Also ich würde mir das echt stark überlegen, wenn ihr diesen Preis wirklich bezahlen wollt, ob ihr nicht lieber das Dubaro-System nehmt, gegenüber dem hier, was ja mehr oder weniger sogar noch gebraucht ist. Also wie gesagt, es ist ein Messesystem, das andere wird dann frisch gebaut, sobald ihr es bestellt. Also das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, finde ich nicht gut, preislich gesehen nicht. Und wie gesagt, das Mainboard finde ich ein bisschen schade, aber gut, kann man mitleben, es ist kein Micro-ATX oder so. Aber für den Preispunkt hätte auf jeden Fall ein besseres noch reingepasst. Weil bei 500 Euro Differenz kann man durchaus noch was Besseres da reinpacken. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn das noch nicht gemacht hat, join unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.